Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, die Verena vom Happy Singing Budgeter. Und heute wollen wir mal den dicken Spielebinder ein bisschen entschlacken. Ich habe hier schon ein bisschen Geld hingelegt. Wir können auf jeden Fall in einigen ein paar größere Scheine reinmachen. Und wir fangen einfach mal an und schauen mal, wie wir damit weiterkommen, ne? Es müsste passen. Ich bin gespannt. Okay, wir fangen an mit der Herzkönigin. Das ist für meinen Harry Potter Ausflug. Hier. Okay, so funktioniert es nicht. Lasst mich kurz umbauen. So gefällt es mir besser. Also, hier müssten wir drin haben. Laut Tracker gar nichts. Laut diesem Tracker 10 Euro. 5, 7, 8. 9, 2, 4, 6, 8, 10 Euro. Sehr schön. Da machen wir dann einen Scheinchen hinein. So. Einmal 10 Euro. Sehr schön. Viel besser. Das wird ja auch noch weiter bespielt. Dann bei der Würfeleule von Meative müssten 12 Euro drin sein. Schauen wir mal nach. So. Okay, das ist alles. Tracker kann schon wieder rein. Das bespielen wir für Big Five for Love. So, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 2, 4, 6, 8, 20. 1 Euro, 12 Euro, genau. Sehr schön. So, dann den Zweier lassen wir direkt hier und den Fünfer tauschen wir gegen einen Zehner ein. So. Bis jetzt geht das auf. Ist das nicht schön? Bei zwei Spielen. Sehr gut. Okay. Das nächste ist die 1-Euro-Challenge für Wien. Ich meine, dort waren 15 Euro. Genau. 15 Euro müssen in dieser Challenge drin sein. So, Moment. Okay. Dann lasst uns mal zählen. Also diesen blöden Wunsch, also der ist nicht blöd. Das ist ein wunderschöner Wunscherfüller vom Budget Couple, finde ich sehr schön. Das ist die nächste Challenge, die da reinkommt, aber ich packe sie jetzt einfach mal zu meinen zukünftigen Challenges, weil es nervt mich jedes Mal. So, also 10 Euro haben wir schon. 12, 13, 14, 50. 2, 4, 5. Dann sind hier wohl 30 Cent zu viel drin. Das liegt dann daran, dass ich das wahrscheinlich vorhin falsch reingetan habe. Wir nehmen hier die 15 Euro. Entweder fehlen die gleich woanders oder wir werden es herausfinden. So. Wir nehmen hier. Na komm. Zip. Die 15 Euro für Wien. Sehr schön. So, Phasensparen, das haben wir beendet. Beziehungsweise, das seht ihr am Sonntag, dass wir es beenden werden. Ihr kriegt hier also schon mal einen kleinen Spoiler. Ihr könnt gerne vorspulen, wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, wie viel ich hier insgesamt gesammelt habe. Wir haben auch nur ein ganz kleines bisschen geschummelt. So, insgesamt waren es 23,30 €. Eins, zwei, drei, zwei, vier, sechs, acht, zehn, 4 Euro, 5 Euro, 30, das ist schon mal gut. Und hier sind 15, also 5 und 15 sind 20.
Dann tauschen wir die mal schnell. So. Oh. Der schiefe Turm von Pisa hier. So. 20 sind 23,30 €. Und hier werden wir dieses Spiel gleich direkt umtüten, denn das Spiel ist fertig. So, in Hobby geht es weiter. Da müssten nur 1,50 drin sein, die sind auch drin. Bei der Belle sind 7 € drin, die sind auch drin. Hier geht es weiter. Kamin Chaos Weihnachten müssten auch 10 € sein. 5. Drei, vier, 20, 40, 60, 80. 1 € sind 5 € sind insgesamt 10 €. Sehr schön. 10 € in den Weihnachtstopf, das freut mich sehr. Okay. Fein. Auto. 14,70 €. Hier sind schon mal 10. So, da haben wir es alles. Also 10, 12, 13, 14. Ist das alles? Wisst ihr was? Hier fehlen genau die 30 Cent, die wir vorhin zu viel hatten. Weil das sind nämlich 14,40 €, 50, 60, 70 und damit passt es. So, dann nehmen wir das raus. Genau, 70, 2. Das sind 1 €, das sind 1 € und dann gehst du noch ein, 2 € Stück. Sehr schön. Dann stimmt auch das. Sehr schön. Rein mit dem Geld. Und dann müsste es aufgehen, denn das hier ist die letzte Challenge. Gesundheitstopf. Auch hier müsste ein 10-Euro-Schein rein, den wir auch noch haben, was mich dann sehr freut. So, 5, 6, 7, 8. Ruhe hier. 9, 50, 70, 90, 100 und 10 €. Sehr schön. Ja, wir bauen das jetzt mal unten an. Ich möchte nicht in den letzten 3 Minuten, dass das Ding noch umkippt. So, 10 € in die Gesundheit. Sehr schön. Und ihr Lieben, das freut die Patty und mich, denn jetzt geht dieser Bein da wieder richtig schön leicht zu. Sehr schön. Was das Kleingeld doch ausmacht, nicht wahr? So, jetzt räumen wir den einmal schnell zur Seite und holen einmal den Family and Friends und Gesundheitsbein. Wir haben das Spiel jetzt abgeschlossen, Phase 10 oder Phasensparen heißt es ja. Es ist ja nach Phase 10 erstellt worden. Raus, mein eigenes Spielchen. So, und wir haben insgesamt, er spielt 23,30 €, 20, 22, 23, 30. Sehr schön. Das Ganze ist für den Topf Geschenke. Da freue ich mich sehr schon. Sehr schön. Da freue ich mich sehr. Und ich habe mir gedacht, im Februar machen wir da keine Challenge rein, sondern wir bemalen einfach diese Würfel. Weil ich habe wahrscheinlich sehr schnell wieder Bock auf Phasen sparen. Von daher kann es sein, dass im März das Ding schon wieder einzieht. Und dann malen wir jetzt einfach im Februar ein bisschen Würfel aus. So, den bauen wir gleich wieder ein. Erst packen wir hier in Geschenke die 23,30 €.
Euro 30. Und ich habe sogar schon den Trecker aktualisiert. Das ist auch alles schon passiert. Okay. Dann war das das schon mal. Freut mich sehr, dass der Topf jetzt Geld hat. Das war echt, wo ich gedacht habe, boah. Ja, wenn man kein Geld für irgendwelche Töpfe hat, ist das immer am schwierigsten, ne? So Weihnachtsgeschenke und sowas, das ist echt immer nicht so einfach. So, hier bauen wir Phasensparen wieder ein. Da würfeln wir einfach im Februar ein bisschen. Und danach, denke ich, zieht es schon wieder ein oder wir finden ein wunderschönes anderes Spiel. Vielleicht zieht ja auch hier meine Lavendelfrau dann ein von Pattys Reich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ihr Lieben, ihr werdet ihn am Sonntag nochmal in Aktion sehen bei Spielevideo Nummer 4 für den Januar. Ich habe ja eine Woche Verzug tatsächlich bei den Spielen. Einfach, weil ich es nicht garantieren kann, dass ich es immer gleichzeitig sonst oder rechtzeitig hochlade. Deswegen passt mir das ganz gut. Er fällt um. Er ist zu leer. Ja, wir füllen ihn wieder. Okay, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video am Sonntag zum Spielen. Freut euch drauf, denn, ganz heißer Tipp, wir spielen mein Spielwürfel-Sparturnier. Habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert und es wird sehr spannend. Es wird sehr spannend, sage ich euch. Das Video hat locker die doppelte Länge wie sonst. Es wird richtig cool. Es wird richtig cool. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.